Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Raft zusammen mit The Snake. Moin Moin. Weiter geht die Reise. Yay. The Snake hatte mir gerade schon ein Helmchen noch gegeben und noch Schüchchen. Ich weiß nur nicht, was ich mit den Helmchen machen soll. Aufsetzen. Aber dann muss ich ja meinen Pilotenhelm ablegen. Ja, ja. Das bleibt leider dann nicht aus. Du siehst aus damit. Gut, ne? Du aber mit deiner Fliegerkappe. Oder hast du schon die Lederhüttenmütze auf? Ich hab die Lederhüttenmütze auf. Okay, das sieht auch aus. So sieht's aus mit der Fliegerkappe. Stimmt. So, weiter geht's. Ja, wir sind immer noch on Tour. Wir sammeln immer noch fleißig hier ein. Während wir die ganze Zeit unterwegs waren, war der Vogel mindestens 10-mal da und hat mindestens 11 Pflanzen gefressen. Ja, Minimum. Um es zu verdeutlichen. Es ist halt nervig. Naja. Was willst du dagegen machen? Genau. Ich war am Überlegen, wegen einer Möglichkeit hier auch wieder hochzukommen, also an den Seiten einmal eine Leiter so hinzuhängen, vorne einmal und hinten einmal. Ja. So, dass wir halt nicht zwangsläufig in unseren Schiff rein müssen, um von der Insel wieder runterzukommen, so. So hast du geguckt. Ja, dann haben wir hier wieder eine Insel. Die werden wir jetzt auch gleich mal eben plündern, würde ich sagen. Das wird schnell gehen. Da sind nur 2 Palmen, 3 Bäumchen auf gut Deutsch nur. Weil 2 Palmen und einmal ein Mangobaum. Und vielleicht noch ein Schatz. Gucken wir doch mal nach, was wir da haben. Ja. Dran sind wir. Muss sogar der Motor einmal starten, damit wir nachher wieder runterkommen. Oh, bin mir nicht sicher. Naja. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Unter Wasser müssen wir noch, ne? Du piepst. Ich piep nicht, du piepst. Achso. So. Hopp, hoch. Denn da oben. Eine einzige rote Blume diesmal. Und eine blaue. Eine schwarze. War was drin? Ich habe eine schwarze Blume. Ich habe in den roten nichts gehabt. Ich habe Titanerz. Endlich mal wieder. Hey. Wurde ja auch Zeit. Sprung war jetzt gerade sehr riskant. Würde interessieren, geht das? Oder geht das nicht? Nein, das geht nicht. Sieh, ne? Es geht leider nicht. Ich habe ja gedacht, wegen an den Schrägen eine Leiter hinzusetzen. Funktioniert nicht. Gut. Das ist natürlich doof. Dann solltest du den nächsten nur rückwärts einparken. Ja. Anker wieder hoch. Und weiter geht die Reise dann. Ja. Ja, das ist ein bisschen doof. So. Weiter geht's. Genau. Ich hab Titan, das wollte ich mal eben gleich wieder einschmelzen. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir eigentlich auf den Inseln auch gehen. Nicht, weil wir Spaß dran haben, euch die Inseln zu zeigen. Klar, wenn euch die Inseln auch gefallen,
Wenn wir natürlich noch mehr Inseltouren machen. Ja, könnte man tun, ja. Weil erstmal essen wir mal was. Eine Banane. Noch eine. Aha. Die bringen ja so gut wie gar nichts. Nein. Naja. Nein. Hallo. Sag hier. Wollte eigentlich runtergehen. Naja. Mal eben ein bisschen wieder was ablegen. Nett. Was denn? Was ist denn nett? Alles gut. Okay. Genau. Dann haben wir das soweit. Die Bananen. Wisst ihr? Ich esse keine Bananen mehr. Die können eigentlich als Biokraftstoff nachgefüllt werden. Ah. So willst du tun? Ja. So. Vielleicht mal ein bisschen was nachgefüllt hier an den Reaktoren. Reaktoren, sage ich schon, halt an unserem Kraftstoffgenerator. Ich habe mal da noch was hingestellt, ne? Okay. Wenn wir uns natürlich mal angucken. Eine neue Kiste. Noch eine? Ja. Achso. Achso, das ja. Das andere Kiste voll. Ich weiß, ich hatte schon welche vom Bord geworfen. Ja, ich habe mir gedacht, machst du. Wir haben ja fast von allem zwei Kisten. Machst du noch eine zweite? Ja. Ich finde das aber gerade ein bisschen nervig, dass man da nicht eine Leiter anbauen kann. Ja. Müssen wir halt rückwärts einpacken, ist ja auch nicht so schlimm. Nö. Mich soll's nicht stören. Das kriegen wir auch irgendwie hin. Ja. Wie sieht's eigentlich mit den Tanks aus? Wie aufgebraucht sind die schon mittlerweile? Erste Tank hatte leer. Ich noch nicht geguckt. Ein Tank bis jetzt erst leer. Ja, du benutzt einfach die Dings zu selten. Ja, den Motorkraft. Den einen Tank habe ich schon mal aufgebaut. Muss gleich noch mal gucken, wo wir das dann hinsetzen. Ja. Machbar ist das. Ja. Wir sind ja eh jetzt noch ein bisschen on Tour. Wir brauchen ja jetzt gerade kurzzeitig den Anker nicht, ne? Eigentlich nicht. Gut. Eigentlich nicht. Weil ich dann mal eben kurz einmal einen Umbau mache. Ah. Den Anker, der wird ein bisschen nach hinten verschoben. Wir hatten da ja damals unsere Trink- oder besser gesagt unsere Herstellung für Getränke so. Die ist ja mittlerweile hinfällig, die benötigen wir ja nicht mehr. Nee, leider nicht. So, jetzt überlege ich. Wir gehen hier dann hin mit den Anker dann. Wollen wir das nach hinten gezeigt haben? Also. Was? Um den Anker runter zu machen, nach hinten hin, da wo wir dann auch einsteigen, oder? Weiß ich auch nicht, wie du meinst. Ich glaube, so ist es gar nicht so verkehrt. Ups. Es hat lange gedauert, bis da unten war. Was? So. Ich glaube, so ist es gar nicht so verkehrt. Weil wir ja so oder so auch hier hinten die Leiter haben. Oder unsere Treppen nach oben.
Also passt das eigentlich so ein bisschen mit. Ja, ja. So. Dann Motorentechnik. Beziehungsweise halt für unseren Kraftstoff. Es wird alles nach hier dann verlegt. Ein weiter nach hinten. Ja, auch ein weiter nach hinten, so. Und geht nämlich die Bahn hier einmal gerade rüber. Somit haben wir etwas mehr Platz nach vorne hinweg. Oh, das ist doch auch nicht schlecht. Platz ist immer gut. Ja. Ach, Batterien hast du gerade erst nachgelegt. Ja. Ich wollte gerade nämlich nachgucken nach Batterien. Nee, warte ich. Hatte ich mich schon drum gequält. Okay. Dann machen wir mal eben Motor rückwärts. Testen wir doch mal das Anfahren an der Insel, ne? Mit unserem Gefährt. Ach, da ist schon wieder eine. Ja. So, Motor kann aus, ne? Ja, auch angelegt. So, wenn du mal eben kurz Bäumchen schon mal fällen gehst, lege ich noch mal eben ein bisschen Sachen ab. Hab so mein Inventar mal wieder voll. Ach. Mal wieder? Ja, liegt aber daran, ich habe einiges gemacht, ne? Einiges nicht gemacht, gut. Zum Beispiel abgelegt habe ich nicht. Wisst ihr? Dein Freund ist wieder da. Ja, lass ihn. Kommen ja mal so Special Sachen. Special? Ja, so Special Sachen wie Ledermützen. Ja, das hast du alles. Ja, ich weiß. Müsstest du eigentlich jetzt komplett ausgerüstet sein, ne? Ich glaube. Guck gleich mal nach. Gefunden den Schatz. Oh, der wird wieder nichts Besonderes beinhalten. Weiß nicht. Nee, ganz viel Schrott. Ach, blöd. Das ist natürlich blöd. So. Das hat sich hier an der Insel wieder mal mit dem Schatzsuchen nicht gelohnt. Nee. Der Rest war auch nicht so von Erfolg gekrönt. Jetzt mal weiter, ne? Ja. Starte die Engine mal nach vorne und dann so. Jetzt habe ich gar nicht. Hab den zwei Bolzen gekriegt gehabt. Ein Kern muss ich hier noch hochziehen wieder. Ja. Ja. Ja, wir müssen eigentlich mal überlegen, ob wir nicht eine Zeit lang mal mit Motorkraft arbeiten. Ja, damit die Tanks eben leer kriegen, ne? Ja, das heißt, eigentlich würde einer hier oben sitzen und die ganze Zeit steuern Richtung den Loot. Weil wir sonst an den Loot vorbeifahren, zum Großteil. Ja. 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 Müsste man dann mal gucken. Ich weiß nicht. Müssen wir uns mal gleich mal überlegen, wie wir das machen. Ja. So. Auch noch Treibstoff irgendwann mal bekommen. Das war da, wo ich das Titan auch bekommen habe auf der Insel. Ja, Titan haben wir jetzt 12-mal. Wolltest du nicht irgendwas aus Titan noch bauen? Ja, einen Schrank wollte ich mal noch bauen, damit man den auch noch sieht. Wollte ich machen. Was gibt's denn noch aus Titan?
Titanidas. Einfach Titanidas. Ja. Es gibt weiß eigentlich nicht, nur. Was du noch bauen wolltest. Genau, ein Ladegerät brauche ich nochmal eben erstmal. Aber ist dann jemand mit glücklich auch, wenn ich das gemacht habe? Definitiv. Also, holen wir uns mal alles zusammen. Davon ein, dann brauchen wir Kupfer nicht vergessen, zweimal. Und Kunststoff. Oh, Kunststoff hat ein Problem, ne? Ja, ganz toll, ganz großes. Wir haben wieder Platz für ein Kunststoff. Hey. Ich hab ja fast voll. So. So. Nee, Quatsch. Ich brauche ja nochmal Kunststoff. Ich glaube, da war wieder ein Vogel. Wieso? Glaub's aber nur. Also, ich habe keinen gesehen. Ich habe einen gehört. Jetzt ist einer da. Hab einen gehört, ja. Ja, jetzt ist er da. Wir haben doch oben noch eine Treibstoffleitung. So provisorisch, damit wir das Ladegerät gleich noch mit anklemmen erstmal. Das Ladegerät muss ja angeklemmt bleiben, ne? Ja, nee, das zweite. Damit ich das provisorisch mal anklemmen kann. Dann sieht man auch mal, wo dann die Leitungen nachher langlaufen. Ja. Ui. Das soll er ja nicht. Kann man die den Kraftstoff nicht wieder rausholen? Nee, leider nicht, ne? Ich wüsste ja nicht wie. Ich auch nicht. Ja, das ist eigentlich nur. Das ist schön, was du das Ladegerät da angeschlossen hast, aber wenn der Tank leer ist, nimmt er da ja nichts raus, oder? Das ist auf den Ach so, okay. Geschlossenes System noch. Gut. Der zieht auch von den anderen Seiten. Könnte rein theoretisch auch einfach hier an der Seite einfach schon mal zwei da wegnehmen. Zwei Rohre. Oh. Dann würde er immer noch in geschlossenen Systemen arbeiten. Miran, du bist runtergefallen? Ja. Ja, wir müssen noch bei den Motoren einmal eine Umrandung bauen. Fahren wir vorwärts, ja, ne? Denke, hoffe. Whatever. Okay. Machen wir das mal so. Wir fahren vorwärts natürlich. Aber. Ich wollte rückwärts ranfahren da an die Insel. Ah. So. Wie sieht's aus? Das sieht gut aus. Ab Richtung Insel. Das ist doch schön. Aber wir müssen ja ein bisschen da vorankommen. Mit Inselspaß und so. Ja. Ich glaube, da drauf. Das kann ich einfach mal gucken. Ja, doch, kann man bauen. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So, wir sind gleich in 3, 2, 1. Wir sind. Da. Nice. Muss mir mal was zu essen nehmen. Ja. Ein Essen mehr Essen auf der Tasche. Wovon? Von? Von was denn? Ja, ich weiß ja nicht, wo du schon wieder hin willst, aber du. Ich musste mal im Anker werfen.
Oh, bist du? Lauf, bin ich schon wieder an dir vorbeigelaufen? Da. Ja. Ja, so habe ich mir das gedacht, ne? Hast du, kannst du ja auch ein bisschen bei. Solltest du eventuell deine Brille aufsetzen? Nein, das liegt nicht da dran. Du hast dich fünfmal gerade an mir vorbeigedreht. Ja. Hab ich nicht gesehen. Aber das habe ich in der Folge nicht so. Fünfmal. Das konnte man nicht sehen. Ich habe Folgenbeweis. Videobeweis. Ja. Na, oh, springt der nicht. So. So, haben wir alles? Sieht zwar nach Haus, ne? Auf geht die Reise weiter. Yay. Ich starte die Motoren. Ja. Unser Freund war wieder da. Keine Ahnung, wo er gewesen ist. Im Fall ist er wieder abgehauen. Gesehen. Eine Baumfläche, die nicht nachgesät wurde. Ein was? Eine Baumstelle, was nicht nachgesät wurde. Achso. So, fahren wir mal ein bisschen. Können wir? Tank 2 ist gleich leer. Das ist gut. Aus Ladegebiet. Dann bitte. Können wir tauschen. Oder auch tauschen. Können wir ein paar Batterien auch herstellen, ne? Ja. Würde ich sagen. Auch für Ersatz. So dass wir für jeden immer eine Ersatzbatterie haben. Also eine Batterie bräuchten wir hier unten noch, dann hätten wir auf beiden Ladestationen immer zwei Stück drauf. Okay. Eine einzige Batterie fehlt. Eben halt. Ja, kümmere mich gleich drum. Musste einmal eben kurz drehen. Die andere? So. Hab eine Batterie schon gecraftet. Ja. So. Kannst du hier irgendwo aufs Ladegerät stellen? Ist denn nicht, kann man volle Batterien da drauf stellen? Ja. Hab ich gerade gemacht, auch schon. Motor erstmal ausgemacht. Ich muss unbedingt Löcher stopfen. Hä? Und damit man, ey, hier die Löcher an unserem Floß. Die müssen. Was hast du da für Löcher? Ja, ich hatte das Problem. Oh. Nee, also ich konnte die volle Batterie da nicht raufstellen. Echt nicht? Und wieso kann ich das? Doch, konnte ich. Niemand sagt, dass ich jetzt gerade versucht habe, den Metalldetektor da drauf zu legen, ne? Niemand wird das sagen in der Folge. Guck, Tank 2 ist fast leer. Der ganz rechte. Nice. Aber ich würde sagen, das werden wir in der nächsten Folge weitermachen mit den Tanks leeren. Juhu. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.